alles ruhig. Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Desperados 3. Ja, wie ihr sehen könnt, befinden wir uns immer noch hier unten bei der Hochzeitsvorbereitung bzw. bei ihr. Und wir müssen uns jetzt hier irgendwie fliehen. Wir haben den Typen erschossen, also ihren fast Ehemann, den sie auch nicht heiraten wollte wirklich. Und dann ja, müssen wir jetzt hier rauskommen. Guck mal kurz, soll natürlich keiner sehen. Okay, wie kommen wir am besten? Da steht der Typ. Pass mal auf, wir machen mal. Einer kann hier mal runterspringen. Los geht's. Also, was Frank betrifft, besteht eine Chance, dass Sie wissen, wo er hin ist? Vielleicht. Können Sie mir etwas im Gegenzug anbieten, ja. Mr. Cooper? Wie wäre es mit meiner unsterblichen Loyalität, bis wir entkommen sind? Das geht klar. Und was noch? Okay, Frauen wollen immer was haben, ne? Einfach mal so aus Nettigkeit was tun. Nein, das ist nicht der Fall. Okay. Sollen wir mal gucken? Über ihn. Die lassen wir mal drin. Der andere, was hat der drin? Der guckt dahin und der guckt. Warte mal. Ich brauche nur ein paar Sekunden. Hast du das gehört? Ich hätte sie nicht für einen Mann gehalten, der Geld wegwirft. War doch nur Kleingeld. Jeder Penny zählt, Mr. Cooper. Nicht, wenn er gefälscht ist. Na gut, dann gehen wir unten. Wie aufregend. Ja. Warte mal, wenn er wegguckt gleich. Ist das... Oh. Na, ist ein bisschen misstrauisch geworden, aber nicht ganz so misstrauisch, oder? Da hinten geht ja auch noch ein Typ. Den müssen wir auch noch irgendwie... Aber die können uns eine ja gar nicht euch sehen. Ich muss etwas gesehen haben. Habt ihr das gehört, Mädchen? Ihr glaubt, wir haben Augen im Hinterkopf. Okay, ihn müssen ein bisschen im Blick behalten. Den unteren Typen da mit seinem Sombrero, den werden wir schon irgendwie wegbekommen. Mal gucken. Also... Keine Sorge, es ist harmlos. Halt du deine Klappe! Der Bürgermeister ist umgebracht! Ein bisschen Niespulver. Ich hab genug vom Heiraten. Sie wirft das? Wer hat Lust zu sterben? Er macht das. Okay. Los geht's. Wir werden nur mal zu ihr wechseln. Ich weiß nicht, ob ich das alles schaffe da in der Geschwindigkeit. Kommt mir ein Gedanke. Aber wir probieren es einfach mal. Plan ausführen. Mit welchem Blut vergießen. Mein Trick. Wie kannst du es wagen, so mit einer Lady zu sprechen? Das setzt dich ein Weilchen aus Gefecht. Was? Besser als ein Messer in die Kehle, würde ich sagen. Ich bin nicht sicher, was mehr wehtut. Du brauchst eine kleine Pause. Problem ist... Finger von der Lady. Die nehmen... Dann fesseln wir mal kurz. Rühr dich nicht vom Fleck. So, dann haben wir gefesselt und dann... Ich dürfte auch nichts mehr sagen, der Schreiopai. Obwohl man ihn fesselt oder tötet, ist egal. Die versinken alle in der Erde, ne? So, die Tante ist hier oben, ne? Von ihr müssen wir die Klamotten haben. Das heißt, wir müssen die beiden auch noch ausnocken. Gehen wir hin. Eine von euch muss etwas gesehen haben. Habt ihr das gehört, Mädchen? Genug. Ihr glaubt, wir haben Augen im Hinterkopf. Oh. So, sie ist hier. Okay, jetzt müssen wir hier oben ein bisschen drum kümmern. Also, da ist der Typ und da ist der. Die sind natürlich beide. Da sind drei. Ah, da ist noch einer. Da ist noch einer. Da sind noch mehrere. Aber das heißt ja nichts. Aber warte mal. Machen wir, glaube ich, eher mit ihm hier. Der Bürgermeister ist umgebracht worden. Verdammt! Wie kannst du es
So, pass mal auf. Wieso kann ich denn da nicht durchkommen? Ach so. Okay, das ist ja blöd. Hätte ich jetzt gedacht, dass ich da vielleicht irgendwie durch kann durch dieses blöde Klamottenkram. Jetzt müssen wir natürlich anders irgendwie da hinkommen. Er dreht sich gerade um. Warte mal. Wir warten mal, bis er da nach vorne geht und der da oben links, der Grüne, woanders hingeht, damit er nicht mehr uns sieht. Wir sehen uns. So, reinlegen. Schleichen wir hier rein ins Gebüsch. Gut, also die da hinten, da müssen wir uns keine Gedanken machen. Der guckt die ganze Zeit nur drüben zu diesem Plan. Aber ihn hier vorne müssten wir umhauen und ihn da hinten. Ich weiß auch wie. Wenn er gleich rückwärts geht, dann killen wir den ersten und dann rennen wir den anderen her und killen den auch. Sieh genau hin. So, sobald er sich dreht. Vernarren. Oh nein! Wen haben wir denn hier nicht bleiben? Ich muss in Deckung gehen. Ich hab ihn denn nicht. Moment. Ich muss hier weg. Das ist nicht gut. Ich weiß, ein bisschen Alarm hier. Ist wer zum Teufel bist du? Augen aufs Ziel. Dann wieder geschafft. Bewegt. Okay, das war auch leicht blöd von mir alles. Gebe ich zu. Klappt das alles wunderbar? Okay. Müssen wir ein bisschen anders machen. Ist das? Wer hat Lust zu... Gleich fliegen die Zähne. So. Ziehen kann ich ja sowieso nicht eigentlich. Die nehme ich. Was denn? So, weg ist er. Okay, wir speichern nochmal sicherheitshalber. Jetzt müssen wir ihn da oben hin einmal. Ich hätte nicht gedacht, dass Miss O'Hara zu so etwas fähig ist. Ja, Miss O'Hara. Die Show geht weiter. Ja, kurz warten. Kann man nicht richtig ablenken da den Typen, oder? Schön Augen aufs Ziel. Ich hab jede Menge davon. Ganz alter Trick. Und das an ihrem Hochzeitstag? Boah, wir müssen sie finden. Probieren wir was. Wenn der weggeht. Hä? Oh, kann's kaum erwarten. Aber er geht nicht hin, okay. Ah, okay, das müsste ja klappen trotzdem, wenn wir ihm da jetzt... Schnacken jetzt, ja. Wenn wir ihn aber gleich mit dem Messer abballern, sie gehen wir ihn noch hin. Eigentlich da. Müsste es doch eigentlich gehen. O'Hara ist auf der Flucht. Halte die Augen offen. Probieren wir ja mal. Hat sie wirklich Higgins erschossen? Wow! Wer hat Lust zu sterben? Dann mal ran. Was?
Das jetzt hat's. Ach Mann. Scheiße. Schon wieder nicht. Warum ist hier. Okay, das ist, kann sich alles um Stunden handeln hier. Sieh genau hin. Also. Augen auf den Ordnung. Und wie? Was kann ich tun? Auf nimmer Wiedersehen. Hey. Verstärkung! Ich muss hier weg! Also gut, Leute, räuchern wir sie in Deckung gehen. Die müssen hier irgendwo was sein. Gibt's? Verdammt nochmal! Wo sind sie? Die alte und die neue. Diese Typen haben sich gut versteckt. Wer sie findet, bekommt ihre Sachen. Aha. Verdammte Mistkerle! Scheiße, lasst sie nicht entwischen! Wir müssen sie ausräuchern! Wir haben sie vertrieben! Wer kommt später auf den Drink mit? Doch geil, lassen sie einfach den Typen da liegen, scheiß drauf. Na gut, der eine ist jetzt immer noch da. Mein Messer ist ja auch noch da, das heißt. Oh, hier sind auch mal. Oh, die kommen nochmal jetzt. Jetzt kommen die alle hier rein? Ach, shit. Das ist natürlich doof. Speichern trotzdem. Ich riskiere es mal, dass die alle noch weg in den Nutz bekommen. So, wir probieren mal was jetzt. Und zwar. Sein oder nicht sein. Wie läuft's? Das klappt immer. Meins. Wenn man sie jetzt töten musste, weiß ich nicht. Nicht bewegen, klar. Okay, das war dumm. Aber wir müssen. Nicht vom Fleck. Gut, den haben wir weg. Jetzt müssen wir noch gucken, was wir den unser Messer noch holen gleich. Und sie müssen wir wahrscheinlich auch ein bisschen ausnocken oder umbringen, eins von beiden. Was uns sicherer erscheint, ne? Meins. Ich habe jede Menge. Hm. So, schleppen wir sie hier hinten hin, wo die uns gleich alle nicht sehen können. Verstecken wir uns hier im Gebüsch. Dann kann die Frau, die Braut das gleich holen. Ich bin ganz Ohr. Und dann warten, bis die Kavalieros da weg sind. Sieht nach meiner Größe aus. Das probiere ich mal an. Oh, hier werden wir kurz sitzen. Ein neues Zeichen aufgetaucht. Mal gucken, was die sagen zu uns. Sobald Kate eine Verkleidung abgenommen hat, kann sie diese anziehen, indem sie Fähigkeiten auswählst und X drückst. Okay. Achso. Irgendwas. Was meinen Sie? Sie will. Nein! Mann, so ein Scheiß die ganze Zeit. Es gibt's nicht. Ich hab wieder nicht gespeichert, ne? Bin da. Wieder im Geschäft. Ganz schön schwer. So, das Ganze nochmal.
bin ganz Ohr, Darling. Ich mag die Farbe. Das probiere ich mal an. Wollen wir nur warten, bis die weg sind? Und dann speichern nochmal. Und dann können wir es vielleicht noch die speichern, dass ich jetzt mal vergesse. Das ist schon ein bisschen doof. Aber. Was meinen Sie? Sie wirken wie ein Wolf im Dienstmädchenkleid. Meinen Sie, das reicht, um Sie zu täuschen? Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Das ist die Frage, wo ich hin soll. Geh mal raus. Anscheinend reicht es. Das ist die Frage, wo wir hin? Da sollen wir nicht hin. Kate kann mit Wachen flirten, um sie abzulenken. Führt sie eine Wache, so dreht sich Kate in diese Richtung um. Solange Kate will. Gehe nach einer Wache an und drücke A. Ah, okay. Brauchen wir natürlich unseren anderen Macker einmal kurz. Das ist ein Schütze? Vielleicht können wir mit dem mal flirten. Das machen wir doch mal. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie flirty ich bin, aber probieren wir es mal. Du siehst ja gut aus. Ich wette, ich kann dir helfen. Doch Zeit. Kann man auch nicht drehen. Vielleicht könnten wir ja. Ja, ich höre. Ins Gebüsch rein, ohne dass er mich sieht. Hast du schon was vor? Gar kein Problem, Miss. Genug Zeit vertrödeln. Auf Wiedersehen. Treffen wir uns vielleicht später nochmal? Bald sind wir hier raus. Also, was war das mit der Warnung an Ihren Onkel? Die DeWitt Company wird heute Nacht die Ranch meines Onkels angreifen. Das muss ich ihm mitteilen. Aber wo müssen wir lenken? Wir müssen ganz da unten raus. Da ist der Ausgang. Okay, da haben wir noch ein kleines Stückchen vor uns. Wie holen wir das aus? Okay, hab ich gesehen. Gut. Ich bin ganz Ohr, Darling. Hey, Darling. Wie kann ich helfen? Was zum Teufel? Noch einer? Wo das herkommt, gibt es noch viel mehr. Was immer du sagst, schöne Frau. Was meinst du? Ich hör zu, ich hör. Warte mal kurz. Wenn da gleich der zweite kommt, dann schmeißen wir den Steinhaufen runter. Und dann platt. Das ist noch gar nichts, Darling. Kein Problem, Miss. Hast du schon was? Lärm! Klar! Was ist das? Immer du willst. Vielleicht könnten wir ja. Ich bin den ganzen Tag hier, Süße. Bis später. Ich bin Süße. Immer hier, Süße. Na gut. Was zum Teufel? Da ist der Stein so umgefallen. Das war doch nicht so schlimm. Hat der Kollegen geknallt. So. Wir müssen da runter. Das heißt, wir müssen ihn ja auf jeden Fall ablenken hier. Am besten in diese Richtung. Ich frag mich. Juhu, sieh dich an. Okay. Moment mal. Na, er steht da. Aber eigentlich dürfte er mich nicht sehen, wenn ich. Ein so schöner Mann wie du. Boah, du hast eine wundervolle Stimme.
Du bringst mich auf Ideen. Ich könnte mich den ganzen Tag mit dir unterhalten. Okay, da sind wieder welche. Sogar zwei. Den Weg können wir, glaube ich, gar nicht dir, was du siehst? Ja, ich da höre. Da bringt uns auch nicht so hochzukommen. Ja, lass weg. Vielleicht könnten wir ja... Ich bin ganz ohrsüß. Schauen wir noch kurz ins Gebüsch hier. Gefällt dir, was du siehst? Na, wir gehen mal. Auf Wiedersehen. Na dann, okay. Gehen wir hier runter? Okay, hier müssen wir was anderes machen. Hast du ein bisschen Zeit für mich? Oh, sieh dich an. Was? Wen hast du? Der ist blöd. Nein, nichts. Die Braut läuft immer noch frei herum. Da könnte ich hoch und da könnte ich auch kein Haus rein. Aber nicht das, was wir wollen. Wir müssen ja hier unten längs. Was kann ich... Hey! Wasch in den Kopf runter. Ah, wie kann ich helfen? Sieh genau hin. Dann mal ran. Verstärkung her! Moment mal. Das macht auch keinen Sinn, was ich davor hab. Die müssen hier irgendwo sein. Weitersuchen! Wir müssen sie finden! Ich weiß, dass sie hier sind. Weitersuchen! Verdammt! Keine Überraschung mehr! Hat schon jemand irgendwas gefunden? Scheiße. Teufel, was ist passiert? Scheiße, lasst sie nicht entwischen. Kommt mir ein Gedanke. Das ist heftig. Bekommt ihre Sachen. Scheiß drauf, die sind inzwischen über alle Berge. Wie zum Teufel ist das denn passiert? Das hier ist einfach falsch. Oh, kann man schön ein Foto machen. Oh Mann, das ist heftig. Verdammte Sauerei. Weil ihr wieder auf seine Position und mit ihr lenken. Ich bin ganz Ohr, Darling. Kurz warten, dass der jetzt nicht da uns sieht. Hast du ein bisschen Zeit für mich? Ah, du bist wunderschön. Malz. Das ist noch gar nichts, Darling. Ich höre zu, ich höre. Nicht bewegen, klar. Nein, komm schon wieder gelaufen. Da war ich zu lange. Das ist auch so dumm, weil die beiden so dicht aneinander liegen. Bereit, okay, wenn du es bist. Kurz. Hier, flirty, flirty. Ich frag mich. Oh, sieh dich an. Was herkommt, gibt es noch viel. Ich bin ganz Ohrsüße. Die nehm ich. Vielleicht. Könnten wir ja. Gar kein Problem, Miss. So. Guckt er jetzt gar nicht großartig? So, wir gucken uns mal. Ich bin ganz okay. Wir sehen uns, Darling. Oh, in Ordnung. Hey, Darling. Vielleicht habe ich ja, was du brauchst. Die müssen wir, glaube ich, auch umbringen, wenn er um die Ecke kommt nochmal. Es ist harmlos. Nur ein harmloser kleiner Nieser. Auf mein Zeichen. Ist das. Hast du ein bisschen Zeit für mich? Ah, du bist wunderschön. Was denn? Na komm, komm mal her. Eieieiei. Wieder. Gefällt dir, was du siehst?
Lass uns das wieder. Komm später zurück. Ich frag mich. War schön, mit dir zu reden. Sicher. Sicher. Darf ich dich was fragen? Oh, sieh dich an. Bei ihm müssen wir kurz aufpassen, da. Der kann uns gleich sehen. Ich kann schon den Vorgarten sehen. Sie sind ein fähiger Mann, Mr. Cooper. Ich finde lustig, wie die miteinander reden. Mein Onkel reden könnte auf der Ranch ihre Hilfe gebrauchen. Tut mir leid, Miss O'Hara. Das ist nicht meine Art der Arbeit. Wie lange müssen wir denn noch? Schönen Tag noch. Ja. Oh, hübscher. In Ordnung. Können wir den anderen Weg gehen und die von da hinten ablenken? Vielleicht? Würde irgendwie Sinn machen, oder? Speicher ja nicht vergessen. Die erinnern ja einen schon immer dran und trotzdem vergesse ich das. Das ist doch so verrückt. Was zum Teufel? Schön da. Hunde können die Charaktere ihren Geruch aufspüren, wenn sie in den Gerüchen oder hinter Deckung verstecken. Sobald den Charakter bemerkt haben, greifen sie und beginnen zu bellen. Okay. Vorsicht! Da oben ist ein Wachhund. Der wird mich am Geruch erkennen, egal was ich trage. Dieser Hund hasst mich. Okay, warte mal, wo bin ich denn? Und da. Wir müssen zu der Gatling Gun kommen. Ich kann immer noch nicht fassen, dass er ihr ausgerechnet eine Gatling schenkt. Bist du fertig? Ich habe doch gesagt, ich arbeite dran. Kann ich dann hier rausgehen? Da ist mein Hochzeitsgeschenk. Ist es in Ordnung, wenn ich mich mit dieser Gatling vertraut mache? Nur zu, Mr. Cooper. Ich brauche einen Drink. Kann ich die nicht benutzen? Ich speichere kurz. Was? Ha! Okay, also die ist gar nicht so schlecht. Das probieren wir gleich nochmal. Dann habe ich es geschafft, dann habe ich es selber gebracht. Wie dumm war das denn? Ich habe eine Gatling geschenkt. Bist du fertig? Oh, wir haben es geschafft. Ich arbeite dran. Versuchen wir gleich nochmal. Zeit. Was gibt's? Komm. Hören Sie, Mr. Cooper. Wenn Sie uns helfen, die Ranch zu verteidigen, sage ich Ihnen, wohin Frank gegangen ist. Oh, er hat's geschafft. Das ging ja gar nicht mal so schnell. Mann, tut mir leid. Ich bin wach. Dann müssen Sie also Mr. Coopers Freund sein. Und Sie sind? Kate O'Hara. Freut mich, Sie kennenzulernen. Hector. Und, wie war die Hochzeit? Probier erst gar nicht, die Lady zu beeindrucken. Wir brechen auf. Hör zu. Ich habe jemanden, der uns helfen könnte. Ein verdammt guter Schütze. Die Sache ist, er macht das nicht umsonst. Ich bin sicher, Higgins hat keine Einwände gegen diese Investition. Okay, Hector. Du gehst mit Miss O'Hara. Ich denke, wir haben bis zum Sonnenuntergang Zeit, bevor die Witzmänner zur Ranch kommen. Wir treffen uns dort. Alles klar, amigo. Vielen Dank, Mr. Cooper. Na, nicht nötig. Wir haben doch eine Abmachung, nicht wahr? Dieser Frank muss ja ein krasser Typ sein, wenn Sie Ihr Leben riskieren, um ihn zu finden. Wäre nicht das erste Mal. Naja,
Sie sollten sich besser beeilen. Wir werden uns an der Ranch bereithalten. Wollen wir surfen? Also, warum müssen wir die Ranch jetzt verteidigen? Tja, das ist eine lange Geschichte. Das erkläre ich unterwegs. Klar. Jo, das war echt lang. Schauen wir uns mal unsere an. Ich war echt mies, muss man zugeben. Oh, die 15 Wachen haben wir getötet. Das war nicht schlecht. Das einzige Positive. Wir können uns das Ganze nochmal angucken. 54 Minuten. Seht ihr natürlich nicht ganz so, weil ich es natürlich ein bisschen kürze, das Video. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Und ja, falls ihr doch nochmal Lust habt, da mal reinzuschauen, obwohl es echt lang war heute. Ja, viel Spaß und noch einen schönen Abend. Bis dann. Tschüss.